denn die hilft dir doch schon ein wenig. Und Schild auch gleich hinterher und das reicht. So, wo kamst du denn her? Oh. Ach stimmt, das war die total chaotische Ecke hier. Mit überall Wirbelstürmen und Steinen und hast du nicht gesehen. Weiter. Nicht vom Stein getroffen werden. So, ist hier noch was drin? Nö. Und da ist gar nichts. Also, nochmal in die Höllendingens rein und da hätten wir eigentlich durchgemusst. Ah, nee. Also, wir kommen ganz oben rein, haben dann so einen schmalen Gang gehabt und das war der hier. Den ging es runter. Das heißt, wenn wir da hochgehen würden, würden wir nur wieder zurückgehen zu dieser Hand, die aus dem Boden ragt. Da wollen wir ja gar nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt eine andere Treppe nach oben nehmen, nämlich die da. Also nach Osten raus und dann links rum. Ja, das artet richtig in Arbeit aus, sich hier zu orientieren. So. Aber dazu haben wir die super Minimap. Und das war wieder ein Stein im Kreuz. Wie habe ich sie nicht vermisst? Oh, da kommt der nächste. Sind wir überhaupt richtig? Ja, aber ich bin schon zu weit gelaufen. Oh, das Rätsel haben wir auch gar nicht gelöst, oder? Den ersten Würfel, den zweiten Würfel benutzen, wo man den ersten Würfel gefunden hat? Nee, ich glaube nicht. Boah, das gibt so viele Kleinigkeiten hier in dem Spiel. Müssen wir mal gucken, ob wir das alles auf die Reihe kriegen. So. Da, reparieren. Gut, gut. Und hier ist der Ausgang, also der richtige Eingang zu dem Dungeon. Nicht der Ausgang, wo wir eben waren. Also, links rum. Hier waren diese ekligen Krabbeldinger an der Wand, ne? Ach ja, die waren übel. Also allein von den Geräuschen schon und wie die aussahen. Und sie haben vergiftet. Schlimmere Kombo gibt's gar nicht. Da wollen wir nicht durch. Nein, wir wollen in den Stein da reinlaufen. Naja, lieber hinterher laufen. So, und springen und springen und springen und da lang. War das da lang, ne? Jo. Einfach rechts an der Wand lang. Währenddessen kann ich schon mal den Zauber suchen. Das war der Erdzauber. Ich glaube, das war der Windzauber. Sieht jedenfalls so aus wie so eine Staubböe. Soll wohl eine Luftverwirbelung sein. Hm. Also ja, ich glaube, der ist das. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor die Grube, speichern ab, sprechen den Zauber und laufen einfach rüber. Die Grube ist gar nicht mehr da gewesen. Wir sind einfach rübergelaufen, ohne es zu wissen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, speichern und schauen wir mal. Ah, ja, genau euch meinte ich. Du vergiftest uns jetzt nicht. Oh. Eigentlich wollte ich nur ausweichen. Aber ja, doch, das Schwert hat schon Bums. So, was haben wir hier? Gegengifttrank. Das ist doch schon mal schön. Was hier noch so alles ist. Und es gab noch eine zweite Ecke, wo nur so ein Loch im Boden war. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo das war. Da müssen wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Nicht vergiften lassen, nicht vergiften lassen. Komm mal her. Ah, so ist noch was. Jetzt können wir hier schön vor uns rücken. Und zurück und sterben. So, was haben wir hier? Ein Heiltrank. Davon haben wir jetzt schon eine ganze Menge. Aber nicht meckern, die kann man immer gebrauchen. So, nix, nix. Da ist noch eine Kiste. Und ich höre was krabbeln. Ja, du. So.
So, ein rotes Fleischsymbol, das fast gar nichts bringt. Ein Gegengift, das sehr viel bringt. Also bisher hat es sich schon mal gelohnt. So können wir jetzt nicht von diesem Viech hier vergiftet werden und gleich wieder einen von den Tränken benutzen müssen. Nee. Du erwischt uns nicht. Oh, da ist so ein Bronzekopf. Ah, der sagt jetzt bestimmt wieder, da wo ihr den dritten Würfel findet, müsst ihr den 12. benutzen. Oder irgend so ein Scherz. Wo der erste Würfel liegt, muss der zweite zur Anwendung kommen. Das ist jetzt der dritte Würfel, den wir finden, du Depp. Oder ich Depp, weil ich irgendwas übersehe, aber... Schreiben wir jetzt einfach hier nochmal auf. Würfel 3, Fragezeichen. Weil man Fragezeichen nicht schreiben kann. Also es muss ja irgendwas Wichtiges sein, wenn es 3 oder 2 Köpfe gibt, die einem sagen, wo der erste gefunden wurde, muss der zweite benutzt werden oder andersrum. Aber was genau macht das dann? Also die Würfel sind ja eigentlich dazu da, magische Felder aufzuheben. Und wenn da magische Felder wären, dann müssten sie auf der Karte eingezeichnet sein. Aber da, wo wir bisher die Würfel gefunden haben, da war nichts. Na gut, gucken wir kurz hier die Treppe hoch. Gucken wir kurz hier die Treppe runter. Ob hier irgendwo noch sowas zum Reparieren war. Nee, war nicht. Na gut, dann raus hier. Also wir haben hier zwar nicht alles erledigt, weil ich der Meinung war, irgendwo ist noch eine Stelle, wo man rüberschweben könnte. Und dieses Würfelrätsel haben wir auch nicht. Aber trotzdem soll dieser Dungeon fürs Erste reichen. Wenn wir irgendwas Essentielles vergessen haben, dann werden wir zwangsweise hier zurückkehren müssen. Ohne Waffenstufe. So, Fernwaffen. Hatte ich mir am Anfang überlegt, dass wir da Punkte reinsetzen, damit wir auch Gegner bekämpfen können, die weiter weg sind. Aber da die Fernwaffen irgendwie buggy sind, lassen wir das mal. Wir nehmen jetzt mal Hiebwaffen. Falls wir mal so einen schönen Hammer finden oder dergleichen. So, dann bist du die Felsenfestung. Nochmal speichern, neuer Slot. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir nochmal da rein. Eigentlich dürfte das nicht schwieriger sein als der Dungeon, wo wir eben gerade raus sind. Aber wir hatten ja die Qual der Wahl, als wir hier standen. Ob wir entweder da lang gehen oder da lang gehen. Und vom Spieldesign ist es dann anzunehmen, dass beide Dungeons gleich schwer sind. So, kann man hier irgendwo anders lang? Nee. Ah doch, hier kann man einmal hingucken. Aber nichts machen. Na gut, rein da. Neue Monstertypen kommen garantiert. Mal gucken, was diesmal dabei ist. Oh, ich höre so einen kleinen Ninja. Und man kann die Tür nicht aufmachen? Das ist jetzt nicht so toll. Und... komisch für ein... Ah, hier werden wir das Horn brauchen müssen. Horn? Haben wir dich irgendwo eingepackt? Die Pfeife des feurigen Rufens. Nein, das ist es nicht. Das ist ein anderes Musikinstrument, das irgendwo in den Tiefen unseres Rucksacks versteckt ist. Boah, haben wir viele Heiltränke. Was habe ich mit dem Horn angestellt? Wir hatten es doch einmal rausgeholt zum Ausprobieren. Ah, da. So, tröd. Und da. Oh, da hat ganz viele von diesen komischen Ninjas. Alle droppen diese Hüte bestimmt. Aber wenigstens sterben sie schön schnell mit dem neuen Schwert. Oh, da sehe ich noch so ein Schriftstück. Vielleicht ist ja ein neuer Zauber vom Kriegsherrn. Kochendes Blut des Schicksals. Ja, das hört sich wie ein Zauber an. Durch kochendes Blut des Schicksals beginnt das Blut des Gegners zu kochen. Macht Sinn. Und fügt ihm entsprechend der Erfahrung des Zaubernden große Schäden zu. Einige Kreaturen haben eine natürliche Abwehr gegen diesen gefährlichen Zauber entwickelt. Wahrscheinlich wie die Blutdämonen und dergleichen. Na gut, noch ein Angriffszauber, den wir nicht benutzen werden. Das ist dann wahrscheinlich der da unten. Dann noch ein Heiltrank, ein Hut wie jeder andere. Noch ein Heiltrank, noch ein Heiltrank.
Verschlüsselte Schrift. Was haben wir hier? Oh, dafür müssen wir den Hut aufsetzen. Die Felsenfestung muss unter allen Umständen geschützt und gegen unsere Feinde verteidigt werden, koste es, was es wolle. Sollten wir die Felsenfestung verlieren, werde ich mich an den Befehlshabenden meiner Heere schadlos halten. Ich werde sie durch Offiziere ersetzen, bei denen der Wille zu erobern ausgeprägter ist. Okay, also der Kriegsherr hat wohl Angst, dass wir hier irgendwas finden, das ihm schaden könnte. Das klingt doch schon mal ganz gut. Oh, ich dachte, da wäre schon wieder ein Dreher gewesen. Aber apropos Dreher, da sollten wir doch erstmal hochheilen. Nur für den Fall, dass wir wieder in irgendwelche Stacheln reintapsen. So, Schild in die Hand. Und ich höre irgendwo im Hintergrund diese blauen Feuer. Und hier ist keine flackernde Wand, also zwingt uns das Spiel, über die Stacheln zu laufen? Ah, da ist doch ein Dreher. Wenn wir darauf treten, werden wir hier hingeschickt. Na gut, ich probiere jetzt mal diesen Windzauber aus. Der soll uns ja vor einigen Fallen schützen. Vielleicht können wir dann hier rüber schweben. Oh, das kostet ganz schön. Oh, geht. So, wir haben jetzt einen blauen Kreis um uns rum. Oh, und kriegen keinen Schaden mehr durch Stacheln. Das ist doch sehr schön. Das hätten wir mal in einem anderen Dungeon machen müssen, wo wir gestorben sind, so 3-4 Mal, um rauszufinden, wie der Dreher funktioniert. So, hoffentlich gibt es eine Warnung, wenn der Zauber aufhört, sonst könnte er schmerzhaft werden. Ja, hier kommt das Feuer. Wir kriegen durch das Feuer keinen Schaden? Auch doch. Naja, muss ja alles ausgetestet werden, ne? So, und ins nächste Feuer rein. Und nein! Ich dachte, ich wäre losgeworden. Oh, der Zauber ist weg. Und wir stehen in Stacheln. Bevor du stirbst. Das war schlechtes... Oh, ach du gute Güte. Ja. Also... Der Zauber hat im falschen Moment aufgehört und wir haben unsere Freunde, die Walkreiter, wieder gefunden. Und nicht nur ein, zwei, sondern ein ganzer Riesenraum voll der Viecher. Ah, und hier geht das Feuer los. Ach schön, hier in der Ecke nicht. Wenigstens etwas. Also ja, der Dungeon verspricht, gemütlich zu werden. Tierisch gemütlich. Schild in die Hand. Auweia. Aber na gut, speichern wir es mal ab und machen kurzen Cut. Bis gleich.